Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego. Fluch der Karibik, nicht Fluch der... Was für Lego habe ich mal gesagt gehabt. So, also passt es auf jeden Fall. Wir starten rein hier in das zweite Kapitel des dritten Filmes. Werden wir es beim Erstversuch auf 100% schaffen? Jetzt könnt ihr momentan noch abstimmen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Du hast einen Kater, der ist sehr süß. Ja, Katzen sind immer süß. Ganz klare Sache hier. So, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ich kann mich an das nicht mehr besonders gut erinnern. Auf jeden Fall müssen wir hier auf jeden Fall gleich mal auf jeden Fall sagen, damit wir es auch dreimal gesagt haben. Und hier mit Captain Jack die ersten Sachen suchen gehen, die wir aber alle schon gefunden haben. Wahrscheinlich müssen wir das Ding aber trotzdem nochmal suchen gehen. Das ist wahrscheinlich storyrelevant. Hier läuft bei mir, alles klar. Prost auf euch. Ja, 10 Minuten. Lieber kurz da die Umfragen machen, kein Problem. So, hier haben wir die Kiste gefunden. Das Geheimnis hatten wir zwar schon, aber ich schätze mal... Ah! Apropos Geheimnis, da können wir was in die Luft jagen. Und was machen wir? Gerne Sachen in die Luft jagen. Mit Jacoby zum Beispiel. Boom. Ist sogar noch mehr, was wir hier in die Luft jagen können. Müssen wir das dann wieder zusammenbauen, das Boot damit? Ah ne, da müssen wir dann ziehen mit Blackbeard gleich. Aber ich glaube, erst müssen wir es zusammenbauen irgendwie. Okay, ich bin noch nicht ganz sicher, was das hier wird, aber... Ah, doch, wir müssen es dann nach vorne ziehen irgendwie. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden, keine Sorge. Wir werden es herausfinden, was wir hier tun müssen. So. Zumindest weiß ich noch, dass ich hier was tun kann. Das ist schon mal ein guter Anfang. Zieh. Okay, das scheint wirklich schwer zu sein. Aber er macht das. Blackbeard macht das. Blackbeard hat damit kein Problem. Was? Ich muss noch an dem Stein lecken? Ich bin doch keine Ziege. Warum soll ich an den Stein lecken? Was habt ihr für Vorstellungen? Hatten wir einen starken Charakter damals hier dabei? Und was machen... Okay, die bauen das Boot wieder zusammen. Müssen wir das da, haben wir das damals auch zusammengebaut gehabt? Und warum wird Blackbeard da gerade... Ich weiß gar nicht mehr, ob wir es damals auch zusammengebaut hatten. War das hier storyrelevant? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall führen uns da hinten noch irgendwelche... Irgendwo dahinter führen uns auf jeden Fall noch die Lego-Stats hier. Das scheint aber auch nichts mehr zu sein. Wir können da... Ah ja, okay, wir fallen wieder hier zurück, wenn wir da dahin laufen. Scheint wenig zu bringen. Wir werden momentan noch gar keine Minikits oder sowas angezeigt hier gerade in dem Abschnitt. Das ist ein bisschen schade. So, gut, dass wir den Hund dabei haben. Dann können wir nämlich gleich hier graben gehen. Du bist durch mich wieder zu SWTOR gekommen. Das freut mich. Ja, SWTOR ist auch ein cooles Spiel, meiner Meinung nach. Gerade wenn man es kostenlos auch spielen kann, lohnt sich das auf jeden Fall. Da oben ist der halbnackte Jack. Den brauchen wir jetzt aber nicht. Wir müssen nämlich das vordere Teil vom Schiff hier noch ausgraben. Kann es sein, dass hier in dem Abschnitt gar nichts ist hier? Kann ich nicht glauben, dass hier nichts ist. Nochmal vorsichtshalber hier in alle Richtungen gucken. Aber ich glaube fast, die hatten wir tatsächlich alles. Kann ich am Ende des Streams versuchen, die letzten Charaktere noch zu kaufen, wenn ich noch Zeit habe. Ich muss mal gucken, ich weiß ja nicht. Die müssten ja, eigentlich müssten die irgendwo rumlaufen, oder? Die letzten Charaktere. Eigentlich müssten die doch in dieser offenen Welt irgendwo rumlaufen. Weil ich glaube, zwei oder drei Charaktere fehlen uns noch. Also die würde ich ganz gerne heute auch noch kaufen, ja, auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken. Browser oder Bowser? Bowser hat in dem Fall gewonnen, die Abstimmung, die gerade eben hier gemacht wurde. Ach, der kann das... Ach, der kann die... Ach nee, ich wollte gerade sagen, der kann die Kompass-Sachen auch machen. Das hätte mich jetzt ein bisschen verwirrt gehabt. So, Boot sieht doch eigentlich wieder relativ fertig aus hier, oder? Ich glaube, da können wir schon fast wieder in den nächsten Abschnitt gehen hier, oder? Gibt es hier irgendwas Minikit-Relevantes? Aber ich glaube nicht. Ich kann nochmal hier nach oben gehen, aber wir hier echt kein Minikit haben im ersten Abschnitt. Das ist schon, es ist verdächtig. Das ist sehr verdächtig. Hallo und herzlich willkommen, lieber Philipp. Schön, dass du auch in diesem Stream mit dabei bist. So, jetzt hast du deine Begrüßung auch bekommen. Sorry, ich hab's nicht gesehen gehabt. Aber jetzt, also für eine Minute, bitteschön. Das kam jetzt relativ schnell, die Begrüßung. Da möchte ich noch keine Beschwerden hören. So, jetzt gucken wir mal. Oder habe ich noch eine Begrüßung übersehen? Nee, das war die einzige Begrüßung, die ich hier sehe gerade. So, einmal hier hoch. Ach, da vorne kommt es noch dranhängen irgendwie, oder? Hier können wir... das kann man leicht übersehen. Da haben schon bestimmt ein paar wieder gedacht, sie haben hier schon sichere Punkte, weil ich das übersehe. Aber nee, nicht mit mir. Hier können wir gleich auch Selina wieder nehmen. Haben wir hier auch gleich wieder schöne He's a Pirate Musik. Sirena, sorry. Sirena heißt die Dame. Ich könnte die Dinge auch aufschreien. Ganz klare Sache. Ich wär da definitiv qualifiziert, oder? Was meint ihr? Stimme ist Legende. Die Stimme hier. Achso, du meinst die Begrüßungsstimme, meintest du, oder? So, den müssen wir hier gleich befreien. Befreit den Fluss. Beziehungsweise befreit den Asiaten in dem Fall.
Wenn wir das hier noch hinbauen müssen. Auf jeden Fall müssen wir dann noch eine Etage runter. Wir müssen ja die ganze Zeit hier irgendwelche Leute befreien. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir das Ding hinbringen müssen. Vielleicht können wir hier unten was mit anfangen. Der arme Gips muss schon wieder hier geweckt werden mit Wasser. Anders kriegt man Gips hier nicht wach als mit Wasser. Okay, dann brauchen wir jemanden mit sowas hier. Das ist ein ganzer Levelabschnitt, das hier. Okay. So, Thüringer Klöße soll ich singen, dann geht das Glas freiwillig kaputt. Ja, das ist ein super Plan. Ach, da brauchen wir noch irgendein Gefäß oder so, müssen wir da erst noch hin tun. Ah, und das Gefäß müssen wir von der anderen Seite hier drüben holen. Flongy 1-2, danke fürs Followen auf jeden Fall. Das ist so gut, wenn man alle Charaktere mal dabei hat und dann nicht mehr überlegen muss, hat man den Charakter oder hat man nicht den Charakter, sondern einfach hier direkt weiß, welchen Charakter man nehmen muss. Also wenn man vor allem auch weiß, dann bei den Spielen, welche Charaktere was können. Das ist schon immer sehr angenehm. Man könnte mir verbieten, Minikits einzusammeln. Ja, das würde wenig bringen, weil diese Verbote immer nur für 5 Minuten gelten. Das heißt, ich könnte dann 5 Minuten keine Minikits einzusammeln. Das wäre irgendwie ein bisschen sinnlos. Man würde zwar 5 Minuten das Spiel aufhalten, aber das wäre es auch. Sirene ist ja ein alter Winkelgänger-Begriff für Meerjungfrauen, die ihre Opfer so lange besingen, bis sie ihnen ins Wasser hinabfolgen, wo sie dann entweder töten oder fressen. Ja, Disney, Meerjungfrauen sind böse. Ja, kann man ja schon aus Odysseus oder Odyssee und so, da gab es die Damen ja auch. Top 1103, danke fürs Followen. Du bist nun auch mit dabei. So, Jonas 2408200, danke fürs Followen. Bin immer noch überlegen, ob ich die. Ihr könnt mal. Liebe Motze, ihr könnt mal eine Umfrage machen, ob ich die Buchstaben immer. Die Zahlen immer noch mit vorlesen soll bei den Leuten. Nee, ich muss unten noch was. Irgendwas muss ich unten noch machen. Irgendwas muss ich da unten noch machen. Können wir hier noch mehr Wasser vielleicht rausholen? Hier können wir hier quasi eine Überflutung machen. Nee, bringt nichts. Überflutung können wir hier nicht machen. Was muss ich hier. Hä? Was muss ich hier draufsetzen? Ah, da kann aber irgendwas runterfallen von oben, oder? Ja, Kompass wäre eine Idee gewesen. Ja, Kompass. Kompass wäre zu leicht gewesen. Aber ich wäre noch drauf gekommen irgendwann. Ein Schiff von unten zu überfluten ist keine gute Idee. Naja, es ist besser, als das Schiff von oben zu überfluten, oder? Dann kommst du ja nicht mehr raus. Aber wenn du es von unten überflutest, dann schwimmst du ja quasi mit dem Wasser nach oben vielleicht, wenn du Glück hast. So, nächstes Minikit. 7 von 10. Nice. Ich glaube, wir haben hier aber sonst alles gefunden tatsächlich hier drin, oder? Maze Girl, schon den 3. Monat in Folge mit dabei. Vielen Dank für dein Dramonmore. Einmal Herz in den Chat für Maze. Amazing, möchte ich sagen. Amazing. So. Könnte man sagen, dass ich nur Story-Relevanz zu machen und direkt durchzugehen? Nee, das widerspricht ja dem Prinzip hier, was wir hier machen von 100%. Das bringt ja nichts. Das ist ja doof. Ups, Entschuldigung, Hund. Bitte nicht nochmal in die Du sollst nicht in die Schussbahn laufen, Hund. Nein, geh doch da nicht in die Schussbahn, Mensch, Hund. Ich will dir doch nicht wehtun. Sagt er und hat den Hund im nächsten Moment getreten. Ja, auch sonst bin ich sehr konsequent. Der Dravo-Stream hat 20 Minuten zu früh angefangen. Du bist gerade aufgestanden. Ich glaube, ja, du bist 20 Minuten zu spät. Aufgestanden, mein Freund hier. Und dann ist die Luke nach oben verschlossen. Ja, dann ist es auch blöd, wenn man dann in Wasser kommt. Ah, das Ding hatten wir doch vorhin schon mal irgendwann in der Hand gehabt. War doch da drüben drinne, oder? Ja, genau, hier war das. Das ist geil, wie einfach mit der Waffe jedes Mal so einen Meter zurückfliegt. Einen krassen Rückstoß hat die Waffe. Genau wie die Katze, die gestern... Nee, ich hab's nicht geschlagen, ich hab's ins Wasser... Ja, doch, die eine Katze habe ich gestern geschlagen, die andere habe ich ins Wasser geschmissen. Aber es war nicht absichtlich. Du bist pünktlich zum Stream aufgestanden, jetzt fühlst du dich gerädert, das tut mir leid. Aber du kannst ja vielleicht nochmal Mittagsschlaf halten oder so, das hilft auf jeden Fall. Was ist das für ein Multiplikator? Ein minimaler Multiplikator, oder? 7086, ja, hier gibt's nicht wie in den anderen Spielen die normalen 2, 4, 6, 8, 10, sondern hier gibt's noch zusätzlich nochmal einen zweiten Zweier quasi. Also einen Schatz verdoppeln, was ja quasi ein zweiter Zweier ist. Frag mich nicht, warum das ist im Spiel. Bei Lego Indiana Jones gab's einen Dreier-Multiplikator, das war noch komischer. Aber 2-Zweier-Multiplikator ist irgendwie auch seltsam. Keine Ahnung, warum sie den hier eingebaut haben. Normalerweise ist ja immer 3000... Ja, doch 3000 irgendwas ist ja normalerweise immer. Der Multiplikator der höchste, aber hier ist es eben nochmal das Doppelte. Warum auch nicht?
Wann zeige ich mich? Vielleicht bei 1 Million Abonnenten oder so. Also 1 Million Abonnenten oder 1 Million Follower auf Twitch, sage ich doch immer. Ich würde sagen, wir haben hier tatsächlich alles. Wir machen vorsichtshalber, weil ich glaube, das würde für das ganze Ding hier gelten, wenn wir mit Jack hier was machen, oder? Genau, und die anderen beiden sagen sie dann wahrscheinlich nochmal in einem anderen Abschnitt. Mittagsschlaf ist schwer, du musst halt den ganzen Nachmittag Sport machen. Naja, vielleicht davor noch oder so. Wir sind plötzlich auf See? Okay. Wir sind plötzlich auf See, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Echt jetzt? Wir sind jetzt auf See? Okay, okay, gut. Wir sind jetzt auf See, warum nicht? Hier soll noch was sein, wahrscheinlich mit den... Oh yeah, wir haben alle Geheimnisse, wir finden alle Geheimnisse, wir machen aber erst das andere, weil das hier der andere Schatz sein wird wahrscheinlich. Wir finden alle Geheimnisse. Okay, ist alles in die Richtung da drüben. Na gut, dann nochmal rüber in die Richtung. Piraten lieben Geld, deswegen 7.086 Multiplikator. Das kann natürlich sein. Führt der hier nochmal rein? Ah ne, der führt hier außen rum, okay. Okay. Was haben wir hier gerade geholt? Ich sehe gerade nicht, was wir hier geholt haben, aber wir... Das hat aber gezählt, oder? Es hat gezählt, glaube ich. Ne, okay. Ich habe keine Ahnung, was wir da gerade gesammelt haben, aber Hauptsache, wir haben es gesammelt. Ah, die Umfrage läuft mittlerweile, ob ich die Leute auch mal mit Zahlen vorlesen soll, die hier neu reinkommen. Ah, alles klar, wunderbar. Danke, liebe Mods, für die Umfrage. Heute seid ihr wieder auf Zack. Vielen Dank dafür. Warum hauen die eigentlich alle die Kanonen hier? Die haben irgendwie alle so einen dezenten Hass auf Kanonen, habe ich das Gefühl. Vielleicht haben sie Hunger und denken, das ist Kanonenfutter oder so. Wer weiß das schon? Jack macht aus dem Krake Oktopus-Eis, okay. Mal sehen, wie du aus einem Kraken einen Oktopus machst, aber okay. Okay, und hier ist nochmal... Irgendwie ist da draußen mir noch ein Minikit angezeigt. Müssen wir wahrscheinlich mit der Kanone irgendwo draufschießen oder so? Also den Kraken müssen wir vermutlich angreifen, dann geht's vermutlich weiter, aber... Hier sind noch Sachen. Hier kann ich... Ah, hier kann man noch runter? Ah, hier haben wir noch was zum Reparieren. Ah. Draufschlagen und es funktioniert, wie bei Computerproblemen, okay. Die Kanone ist quasi wie ein Computer. Verstehe. Okay, wir haben hier unser eigenes Lenkrad nochmal geschaffen. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir hier dran drehen. Mitzahlen soll ich die Leute vorlesen? Alles klar, okay, die Abstimmung war eindeutig. Na gut, dann werden die Leute mitzahlen vorgelesen. So, wir haben auf jeden Fall das 8. Minikit auch geholt. Das ist auch geil, wie der andere Kollege da oben schläft einfach hier. Okay, aber irgendwo muss... Können wir nochmal auf den Mast hoch oder so? Das wäre auf jeden Fall ein Must-Have, aber wenn da oben noch Minikit ist. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal auf den Mast hoch oder so. Ah, wir können auch hier auf den Mast hoch. Oh. Achso. Er war gerade nicht mehr zu sehen. Auf einmal war er weg. Hier ist kein Minikit. Wo ist denn das Minikit noch, was noch angezeigt wird? Ist das hier drüben? Nein, nicht runter. Ist das da drüben? Ich bin verwirrt. Läuft bei mir, na dann, Prost auf euch. Hört sich an, als wäre es nervig mit den Zahlen. Nö, ist nicht nervig mit den Zahlen. Ich möchte nur wissen, ob ihr das hören wollt, ob ihr das... der Hund am Klettern, wie geil. Der Hund ist ein bisschen verbissen da. Oh nein, die versuchen hier schon das Boot zu kippen gerade. Schnell, bevor sie das Boot kippen, glaube ich, gehen wir nochmal schnell hier rein. Ah, hier ist noch ein Minikit auf jeden Fall. So, das Gefühl, ich habe da trotzdem irgendwo eins... Nein, wir haben uns hier wieder rausgeschossen, oh shit. So, ich kann meine Fackeln reingehen, ja. Zu der Erkenntnis bin ich gerade auch schon gekommen. Okay, jetzt haben wir einen Apfel. Ah, wahrscheinlich wieder mit Jack hier was machen. Und Kompass vielleicht? Aber Kompass-Sachen haben wir auch alle, oder? Genau, Kompass-Sachen haben wir alle. Kompass kann es nicht mehr sein. Irgendwas müssen wir... Ah, Münze? Ah, die Münze mussten wir nehmen. Ah, sehr gut. 9 von 10. Da war es nur noch einer. Dum, dum, dum. Wir brauchen einen Wrecking Ball und keinen Cannonball. Okay. Können sie auf jeden Fall gut hin und her schwingen. Das wird auf jeden Fall gut funktionieren, wenn da immer jemand... No Skinny Ruby, dankeschön fürs Folgen. Mike the Böhner, herzlich willkommen. Aber Drabo, ich bin doch schon bei 10 von 10. Ja. Oh, das Boot kippt auf jeden Fall weiter hier. Es muss irgendwo oben sein. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich nach... Ah, wir können es wahrscheinlich dann darüber schwingen. Ah, nee, man kann auf die andere Seite hoch. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich habe eine Spur.
Hier drüben ist nämlich meine Spur. Ja, ja, heiß, 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 heiß. Komm. Nein. Ah, ja, 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 das ist was für eine Frau, das ist was für eine Frau. Wir haben was gefunden, wir haben was gefunden. Und wir nehmen Anna Maria. Und Anna Maria holt die Sachen hier. Und damit haben wir alles gefunden. Aber nett, dass ihr es versucht habt, hier, Ah, okay, die kann ich wieder runterholen, die Leute. 13 von 10 Minikits. Ja, ich glaube, das ist nicht überall so mit den 13 von 10 Minikits hier. Das ist nur, bei ausgewählten Spielen so mit den 13 von 10 Minikits. So. Da können wir die auch nochmal befreien hier. Ich glaube, dann haben wir sogar fast schon alle. Ah, ne, irgendjemand ist da noch drin. Genau, ihn müssen wir hier wieder aufwecken. Ja, so wird er definitiv wach. Hoffe ich. Ja, an denjenigen, der noch nicht wach war. Ich glaube, wenn du sowas hier ertragen müsstest, dann wärst du auf jeden Fall wach. So, fackeln wir mal den Kraken hier ab. Dann müssen wir eigentlich fast schon alle haben, oder? Ich weiß gar nicht, kam da nochmal ein Abschnitt danach? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall können wir das hier Ding noch in die Luft jagen. Der ist ja anhängig hier, der Kraken, ja. So. Tja, Daumen muss da auch noch irgendwo sein. Haben wir noch nicht alle geholt? Okay, keine Ahnung. Ah, hier können wir nochmal rein, oder? Okay, keine Ahnung, wo die restlichen sind. Die sind wahrscheinlich oben noch irgendwo drauf. Ist ja auch egal. Wir haben hier auch so alles hier geholt und gehen zurück zum Hafen, speichern und verlassen. Mittlerweile Milliarde Steine einfach. Ich bin auf jeden Fall ein wahrer Pirat hier. Ja, definitiv. Wahrer Pirat. Du hattest mal 11 von 10 Minikits in Lego Marvel Super Heroes. Ich hatte mal 13 Minikits in Lego Herr der Ringe. Das war absoluter Rekord bisher. 13 von 10 Minikits. Wow, 66 von 85 haben wir mittlerweile schon. Irgendwie kann ich das nicht glauben, dass da noch ein ganzer Film kommt tatsächlich. Aber anscheinend kommt da echt noch ein ganzer Film, wo wir noch Sachen finden müssen. Nun denn, sei es drum, Captain Drabu, ja, hier, Prost auf euch. Du freust dich immer, wenn ich streame. Wo ist das Bootkippen-Musik? Das ist deine Lieblingsmusik. Ich habe jetzt gerade den Song gerade gar nicht im Kopf, der da kam, wo sie das Boot kippen. Haben wir euch schon gekauft hier? Ja, offensichtlich schon. Irgendwen haben wir noch nicht gekauft. Also irgendjemand muss hier noch rumlaufen, den wir nicht gekauft haben. Das verwirrt mich so ein bisschen hier. Bei der Xbox gibt es einen Erfolg, wenn man 8 Milliarden Stats hat. Okay, okay, krass. Ah, den haben wir zum Beispiel hier noch nicht. Derek, jawohl, Derek ist gekauft. Dann fehlen uns, wenn ich das richtig sehe, noch 3. Ah, da kommt noch einer. Der uralte Seemann hat uns auch noch gefehlt. Jetzt fehlen uns nur noch 2 Charaktere. Ah, perfekt. Hier sind die Charaktere. Die laufen hier einfach so random rum noch. Ja, ich verstehe. Versteht ihr? Wegen rum und wegen Fluch der Karibik und so. Dich haben wir schon leider. Wo sind... Okay, aber hier, es hilft ja auf jeden Fall rumzulaufen. Da kann man auf jeden Fall noch... Ups, gleich einen goldenen holen. Up is down. Ah, Up is down heißt der Song. Okay, dann muss ich den mir nachher auf jeden Fall nochmal anhören. So, den hier konnten wir auch hier mal eben mitnehmen, weil wir hier schon alle Minikits hatten. Deswegen gab es dafür auch nochmal einen goldenen Stein hier. So, jetzt würde ich... da konnte ich gerade noch was kaufen. Da konnte ich doch gerade was kaufen, oder? Ah, Philipp kann ich hier kaufen. Ah, der gute Philipp. So, jetzt fehlt uns tatsächlich nur noch ein Charakter, dann haben wir alle Charaktere. Ach, wie cool. Du bist ein Fan. Dankeschön fürs Followen. Dankeschön fürs Followen. Freut mich, dass dir gefällt, was wir hier tun. Hier können wir was zusammenbauen, auf jeden Fall. So, The Killif Dan. Danke fürs Followen, ebenfalls. Kann man auch was rausholen, aber das ist alles... Ah, das ist eine Meerjungfrau, war da vorne noch im Wasser, die hat gerade irgendjemand umgebracht gehabt, aber ich habe sie gesehen gehabt. Hier ist noch eine rumgeschwommen, oder? Bald ist die noch der Charakter gewesen, der uns noch gefehlt hat. Hier, aber ein Charakter fehlt uns aktuell noch. Einer von euch der Charakter, den wir suchen? Nee. Vielleicht war es die Meerjungfrau, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Der Spanier, der fehlt. Kann ich mit dem Boot fahren? Ich weiß nicht, kann ich mit dem Boot fahren? Hier, irgendwie konnte man mit dem Boot nicht hier fahren, oder? Kann ich mit... was ist das? Was ist eigentlich das hier? Hier kann ich mich draufstellen, aber das bringt mich auch nicht weiter. Wo ist der letzte Charakter? Der Spanier ist der letzte Charakter. Hä? Okay, da drüben ist ein Boot. Mit dem könnte ich vielleicht fahren. So. Was ich muss sagen, links ist das Gebäude, wo man einzelne Clips schauen kann. Ist da noch ein Charakter? Echt? Okay, schauen wir nochmal in das Gebäude rüber, wo man die Clips schauen kann. Wann kommt wieder Skylanders? Wenn ein neues Skylanders-Spiel rauskommt. Das letzte Skylanders-Spiel habe ich ja schon fertig gespielt gehabt. So, ich muss die Minikits kaputt machen.
Aber dann krieg ich doch auch nur Stats, oder? Wenn ich die Minikits kaputt mache, da kommt ja auch kein Charakter raus. Da war mal ein roter Hut. Ja, rote Hüte habe ich alle. Rote Hüte habe ich alle. Also wenn, fehlt mir ein Charakter. Wir gehen nochmal auf die Seite hier rüber. Wir gehen nochmal auf die Seite hier rüber und gucken, ob wir hier den Charakter finden, der uns noch fehlt hier. Mr. Kartoffel Dario, danke fürs Folgen. So, das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wie der Charakter aussieht. Stutz! Entschuldigung, natürlich, es heißt Stutz. Also wenn ich glaube, da war noch eine Meerjungfrau gerade eben, dass die das vielleicht war. So, da kommen auf jeden Fall noch einige Leute rausgelaufen hier. Also irgendjemand, aber gerade eben kamen halt richtig viele Charaktere nacheinander. Man muss eigentlich nur da stehen, wo die Charaktere alle spawnen. Und dann könnte man die eigentlich immer alle so bequem mitnehmen. Das wäre eigentlich immer so die Lösung für alle Probleme. So, hier gab es die Clips, aber hier ist kein Charakter drin, ne? Vanius TV, vielen Dank für deinen Drabunmon. Dankeschön, schön, dass dir gefällt, was wir hier tun. Hogwarts, ja, Hogwarts muss man auf jeden Fall auch mal sagen. So, ich mache auf jeden Fall, ja, du kannst schon mal die Abstimmung fürs nächste Level starten, das ist eine gute Idee, ja. Damit wir schon mal hier in Ruhe schon mal abstimmen können, ob ich im nächsten Level die 100% schaffe. Okay, irgendwie, also beim ersten Versuch schaffe. So, läuft bei mir, alles klar, Prost auf euch. So, Vorhersage läuft auf jeden Fall. Könnt ihr schon mal jetzt hier fleißig abstimmen, eure Kanalpunkte investieren hier. Ob ich es beim nächsten Level wieder schaffe, auf Anhieb hier alles zu finden. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, wo auch immer dieser Charakter ist, der uns noch fehlt. Wir müssen ihn noch länger suchen auf jeden Fall. Ah, neben der Taverne gibt es noch einen Raum für 85 goldene Steine. Da ist der letzte Skin. Ah, okay. Das heißt, den letzten können wir noch gar nicht. Den letzten Charakter können wir noch gar nicht finden, weil sonst haben wir nämlich dann wirklich alle Charaktere. Weil neben Blackbeard, das sind nämlich die eigenen Charaktere. Das heißt, wir haben dann alle. Ah, perfekt. Perfekt. Danke für den Hinweis. Wunderbar. Okay, dann brauchen wir nicht weiter suchen. Dann können wir weitermachen mit dem nächsten Level, wo ihr auch gerade schon die Vorhersage hier im Laufen habt. Hier am Ende der Welt. Wobei, am Ende der Welt waren wir schon. Jetzt gehen wir gerade wieder weg vom Ende der Welt. Jetzt sind wir ja wieder weitergefahren. So, hier war Davy Jones reich und jetzt geht's weiter zu Kapitel Nummer 3. Norringtons Wahl. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.